Hey, hey, ich bin Marius, ich komme aus Berlin, studiere in Frankfurt und dieses Jahr gehe ich nach Uppsala in Schweden, um am Newman-Institut mitzumachen. Und wenn ich an Schweden denke, dann denke ich an viele Traditionen und fröhliche Feste. Magda und ich komme aus Dresden und ich gehe nach Uppsala. Wenn ich an meine Zeit im Ausland denke, dann hoffe ich auf ganz viele tolle Erfahrungen und darauf, interessante und nette Menschen zu treffen. Ich bin Pia Wittek, 19 Jahre alt und ich komme aus Altenbergen. Das ist ein kleines Dorf in der Stadt Neumünster im Kreis Höxter. Mein Praktikum verbringe ich in Schweden, in Uppsala und werde dort in dem Secondhand-Shop eingesetzt und wahrscheinlich auch bei der Caritas helfen. Wenn ich an die Zeit in Schweden denke, erhoffe ich mir eine tolle Zeit, in der ich viele neue Erfahrungen sammeln kann und das Land kennenlerne, die Menschen, die Kultur und ich freue mich sehr auf die Zeit und denke, dass es eine gute Zeit wird. Hi, ich bin Miri und komme aus Geismar. Im September werde ich für 4 Monate an das Newman-Institut in Uppsala, Schweden gehen. Danach fliege ich nach Island, wo ich ein bisschen Reykjavik mein Praktikum machen werde. Wenn ich an die bevorstehende Zeit denke, bin ich echt unglaublich aufgeregt. Es wird sicherlich ein Jahr voller Herausforderungen und neuer Erfahrungen werden. Aber ich bin mir sicher, dass wir alle diese Herausforderungen zusammen meistern und echt viel Spaß haben werden. Ich hoffe, das nächste Jahr. Hey, mein Name ist Elisabeth Schwake. Ich komme aus Ramlinghausen aus dem Sauerland und ab September werde ich in Schweden sein. Und zwar in Stockholm, in der katholischen St. Eugenia-Gemeinde. Wenn ich an die Zeit in Schweden denke, dann freue ich mich darauf, Stockholm kennenzulernen, aber auch das ganze Land, eine neue Kultur und vielleicht auch eine neue Sprache. Ganz besonders freue ich mich auf die Weihnachtszeit. Vielleicht treffe ich ja sogar Tomte Tummetott oder einen Elch. Ich heiße Maria Korten und ich wohne in Vanborn. Ich gehe für 4 Monate nach Bad Stena und danach 6 Monate nach Uppsala. Beides ist in Schweden. Ich hoffe, dass ich während meines Praktikums viele nette Leute kennenlerne und neue Erfahrungen sammeln kann. Und weil ich nach Schweden gehe und gerne backe, habe ich schwedische Zimtwecken gebacken. Hallo, ich bin Leo Batiz aus Rombot und werde ab August 8 Monate in Schweden, also in Vadstena und in Uppsala verbringen. Und ich freue mich einfach auf eine wundervolle Zeit in Schweden mit vielen netten Leuten und bin gespannt und neugierig, was auf mich zukommt.